Hallo und herzlich willkommen auf German Coaster Fan und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute, wie ich schon angekündigt habe, sind wir tatsächlich mal im Kölner Zoo. Ich war echt lange nicht mehr dort. Ich glaube, das letzte war 2017, dass ich dort war. Und seitdem ist, denke ich, auch sehr vieles passiert. Das werden wir gleich auch noch alles sehen. Und genau, es wird heute kein Freizeitpark-Vlog werden wie sonst, sondern mal ein Zoo-Vlog. Aber es geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Deswegen dachte ich mir, kann ich das auch mal gerne machen. Was der Zoo auch derzeit hat, ist die ganze Umstrukturierung, die vollzogen wird. Ein ganzer Masterplan bis 2030. Da werde ich heute nicht drauf eingehen. Falls ihr euch das gerne wünscht, kann ich noch mal ein einzelnes Video darüber machen. Dann gibt es hier German Zoo Fan. Aber heute sind wir erstmal normal im Kölner Zoo. Was willst du? Ich bin auch mit dabei. Ach nee. Abonniert meinen Kanal, dankeschön. Und abonniert natürlich auch den Dicken. Und da vorne ist schon der Zoo-Eingang. Und das Aquarium hat zu. Das ist schade, dass das Aquarium zu hat. Lass mich, hallo, ey. Aber sonst haben eigentlich fast alle Tierhäuser offen, abgesehen vom, wie gesagt, dem Aquarium, das Elefantenhaus und das Nashornhaus, habe ich gehört. Hoffentlich ist es jetzt auch so, denn der Inzidenzwert ist tatsächlich wieder über 100, seit wir gebucht haben, weil natürlich alle Leute wieder in den Zoo wollten. Und ab Montag braucht man auch einen negativen Test. Aber ja, heute geht's noch. Heute haben wir Samstag, den, der wievielte ist heute? Der 18. glaube ich, oder? Nicht der 18., das ist der 20., oder? Nee, der 20.3. Der 20. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn wir gleich drin sind. Das Ding ist nur, mit der GoPro habe ich ja dieses Ultraweitwinkel. Es ist jetzt schwierig, irgendwas von weiter weg zu filmen. Ja, ich kann es umstellen, super. Und dann stelle ich es wieder nicht um. Auf jeden Fall sind hier Erdmännchen dorthin. Man hat es aber nicht gesehen. Ich bin früher erinnern die mit der Lukas, also von den beiden. Ja. Der Mann mit dem Foto. Suche nach Tierenmodus an, deswegen findet ihr die gleich. Einfach per Promo zu. Keiner Waschbären. Mensch. Auch hier kein Bär. Mensch. Ey, ich glaube, die haben uns verarscht. Hier gibt's keine Tiere. Hier gibt's keine Tiere. Ah, Mensch. Nichts. Die Erdmännchen waren nur ein Hologramm. Ja, ich merk's. Sieht man's da hinten? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall sind da zwei Geparden. Oh, der eine guckt uns an. Vielleicht erkennt man sie auch von hier. Man weiß es nicht. Am Munkelt. Das ist eine Legende. Den Bär. Auch hier haben wir anscheinend kein Glück. Übrigens, der Brillenbär ist aktuell nur für kurze Zeit hier. Letztes Jahr war hier ja der Grizzly, der gestorben ist. Und der wandert später hinten ins Südamerika-Haus, was gerade noch im Umbau ist. Aber da kommen wir gleich zu, das seht ihr gleich auch noch. So, hier ist auf jeden Fall das Südamerika-Haus, was gerade noch im Umbau ist. Hier waren ja früher die Brüllaffen und andere Arten der Affen drin. Und später gibt es auch ein sehr schönes Artwork, wird auf jeden Fall ein Faultier drin sein und halt auch die Malaienbären. Aber man sieht, es ist leider noch nicht fertig, wir können also noch nicht hier rein. Aber sobald es fertig ist, schaue ich vielleicht nochmal hier vorbei und gucke mir das dann auch. So, normalerweise sind hier ja eigentlich Kapibaras und Tapir drin. Wir sehen hier ein Kapibara und kein anderes und auch genau keine Tapir. Aber vielleicht sind die hinten im Aus. Da kann man vielleicht auch mal gleich hingucken, das sehen wir gleich. Und auch von hier sieht man keine anderen, aber vielleicht sieht man die gleich hinten von dem Haus. Das sehen wir gleich. Hoffentlich erkennt man es. Ja, schwierig. Das sind auf jeden Fall die Tapire. Ja, aktuell sind auch die Affen hier hinten umgezogen, da ja das Haus von denen renoviert wird. Und deswegen sind jetzt aktuell noch hier. Hallo Tim. Vielleicht sieht man ihn da hinten auf jeden Fall die ganzen neuen Felsen hier beim Tigergehege. Wurden alle neu gemacht. Und auch hinten jetzt neue Einblicke. Kenne ich alles auch noch nicht. Aber da hinten kommt er. Vielleicht sieht man ihn ja. Ist der Tiger. Ja, komm mal, da kommt der Tiger. Genau, dieser ganze Einblick hier runter ist auch komplett neu. Das ganze Gehege wurde quasi neu gestaltet. Ist jetzt nicht unbedingt größer geworden, aber sieht auf jeden Fall echt um einiges schöner aus. Wäre jetzt natürlich schön, wenn er hier vorne wäre, aber der ist halt nur da hinten. Warte, wann dreht er denn um? Ah, da dreht er um. Hier ist nochmal das komplette Gehege im Überblick. Man hat jetzt echt sehr viele gute Einblicke tatsächlich. Ist auf jeden Fall echt nice. Sehr, sehr nice. Ja. Da oben sind auch tatsächlich die kleinen Pandas, das sieht man sehr wahrscheinlich nicht. Die waren früher dort hinten, wo wir eben mal den Waschbären und Erdmännchen sind jetzt hier hingezogen. Und erstreckt sich auch bis da hinten hin, das Gehege. Aber sieht man leider nicht, weil die da ganz oben sind. Genau, nebenan war ja das der Tiger. Hier sind wir jetzt beim Gehege der Löwen. Das wurde ebenfalls neu geschaltet mit den gleichen Art der Felsen. Zwar nicht so aufwendig, ja, da hinten sind die beiden Löwen. Einmal der weibliche und der männliche. Das sind zwei, dort hinten auch und da. Ja, Tim, du bist dumm. Und ja, hier ist auf jeden Fall das Gehege der Löwen. Du bist kein Leopard, du bist ein Leopard. So, hier dürfte auch der Leopard sein, wenn man ihn irgendwo sieht.
Ach, die Stelle hier. Das ist Kindheit, Leute. Ihr versteht es wahrscheinlich nicht, aber ich bin mit diesem Zoo echt sehr viel aufgewachsen. Von daher, ach, das sind ja. Ja, der hier auch. Von daher sind das hier alles sehr krasse. Ja. Nicht von der Größe auf eine Gestaltung. Hier ist eigentlich auch der Schneeleopard drin. Aber den sehen wir auch wieder nicht. Wie der Leopard nebenan. Da hinten irgendwo ist er. Ich habe ihn auch erst nicht gesehen. Deswegen wird man ihn auf jeden Fall auf der Kamera auch nicht sehen. Aber das Gehege ist schön. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier in dieser begehbaren Voliere, die hier vorne ist, vor dem Tropenhaus. Aber hier sind nicht wirklich, hier sind kleine Vögelchen. Aber das war's. Kann man sowas auch mal, das ist schwer. Ja, wir gehen jetzt auch hier lang. Oh ja, das kenne ich noch. Oh, das kenne ich noch. Richtig Nostalgie hier. Ja, ist so. Das ist übel Nostalgie, auch der Geruch. Ja, ist hier nicht der Eingang? Könnt ihr auch Deutsch? Aua! Das ist voll, das ist mir voll gegen das Bein geschallert, Leute. Auf jeden Fall ist da vorne gleich, denke ich, der Eingang vom Tropenhaus. So, hier nebenan bei dem Außenbereich der Gorillas hatten wir anscheinend auch kein Glück. Aber wahrscheinlich sind die auch im Haus. Da kann man auch gleich noch reingehen. Vielleicht sehen wir die dann von dort. So, hier ist anscheinend auch die Q-Line fürs Tropenhaus nebenan. Cool. Das wollen wir natürlich nicht verpassen, weil es echt sehr cool ist und einige Raritäten bietet. Und ist natürlich wegen den Besucheraufkommen, dass nicht so viele Leute im Haus sind. Aber da warten wir jetzt auf jeden Fall, dass wir gleich reinkommen. Warm. Oh, scheiße, meine Brille besteckt. Oh, scheiße. Hier sind schöne Tiere. Ja, oh, das ist hier so warm. Wir sind auf jeden Fall drin, Leute. Oh, die Kamera beschlägt. Ich guck mal meine Brille an. So feuchtigkeit 100%. Oh, Leute. Oh, guck mal, jetzt macht es los. Ich glaube, ihr seht wahrscheinlich nicht so viel, da die Kamera hier im beschlägt. Alter. Ey, kannst auch so... Oh, da sind Otter da unten. Otter! Otter hoch! Robin, ich bin hier nicht sehr gesichert. So Leute, es geht leider nicht anders. Das Klima da drin, hier drin lässt es nicht anders zu. Ja, guck mal da. Das finde ich sehr schön. Alter, ich passe gerade in meine Jacke, ich kann sie einfach übel. Ich sehe halt nichts, ne? Ich kann sehen. Oh mein Gott. Super. Dann eine große Luft aufstecken. Robin. Da ist es! Oh mein Gott, Leute. Das wird jetzt für euch wahrscheinlich völlig langweilig, aber ich hoffe, man versteht mich, weil der Wasserfall ein bisschen laut ist. Dieses Machi-Baum-Canyon gibt es europaweit nur hier. Das ist der einzige Ort in Europa, wo du dieses Ding findest. Wollte ich mal gesagt haben. So. Was geht, Bro? Ey, boy! Stabil, Bro! Robin! Selber Fingernägel! Guck mal, der Fingernägel! Ja. Einfach nur Vogel, ja? Bruder, was ist hier los? Ey! Guck mal, seine süßen Händchen! Ja, er hält sich so sein Apfel rein, ne? Ja. Ey, der sieht so süß aus. Ja, der sieht richtig süß aus. Ja, der geht echt da hin. Der geht echt da hin. Der hat keinen Bock. Oh, mal das ist geil. Boah, ich finde die richtig cool, Lars. Schau mal die Fische an. Wartet, wartet, wartet. Bro. Nein, komm her! Feuer! Mann, die Maske! Maske. Hoffentlich sieht man's! Da ist ein kleiner Otter! Der frisst! Das war auf jeden Fall das Tropenhaus. Fand ich echt sehr schön. Kann ich natürlich schon. War aber in meiner Erinnerung sehr viel größer, aber als kleines Kind denkt man, dass alles größer wäre in Erinnerung. War auf jeden Fall sehr nice. Und es gibt sehr viele frei fliegenden Vögel, die man überall sieht. Und die Gibbons, die Baumkängurus und die Otter gibt es natürlich noch abseits des Weges hier. Wo sind die Wegner? So, hier ist noch der nächste Bereich hier. Da hinten, ach, man sieht es sehr wahrscheinlich nicht. Dort hinten ist ein Kurzkopfgleitbeutler. Der ist dort hinten, aber den sieht man leider nicht, weil es hier ein bisschen dunkel ist. Wir sind auf jeden Fall hier am Elefantenpark angekommen und der ist auf jeden Fall echt sehr gut groß weitläufig. Das Innengebäude, das Haus ist leider zu und
Ja, aber man kann die Elefanten gut hier von hier aus sehen. Zwar jetzt nicht so gut wie auf der Kamera, aber ich sehe sie immerhin. Und das ist natürlich die Hauptsache. Geht's dir denn gut? Ja, sag mal, Alter. So, die ganzen Außengehege hier, die sind alle leer. Gucken mal, dass wir ins Affenhaus hier links reinkommen. Oh, und das ist auch wieder so viel Kindheit, aber das seht ihr auf jeden Fall gleich. So, hier beim Affenhaus ist genauso geregelt wie beim Tropenhaus. Dass hier auch eine Ampel ist. Und sind wir im Affenhaus. Kannst du Deutsch? Ach Leute, das ist so Kindheit. Dass der da direkt da vorne vor der Scheibe sitzt. Oh doch, das ist richtig Kindheit. Ach Leute, hier habe ich immer sehr viel Zeit verbracht. Und vorne auch der Orang-Utan an der Scheibe gibt es auch ein Foto, wo ich als kleines Kind davor sitze und der auch an der Scheibe chillt. Ist auf jeden Fall echt nice. Hinten meine die Orang-Utans, direkt hier neben sind auch die Bonobos. Ich spiele besser Fußball als die deutsche Nationalmannschaft. Wo viel Parcours? Das ist wahr. So, und hier links sind auch die Gorillas. Das seht ihr auch jetzt gleich. Planet der Affen. Hi, Bro! Hier nebenan sind nochmal ein paar kleinere Affen an einem einzelnen Gehege. Und ja. Hier oben chillen ein paar. So, jetzt sind wir auch aus dem Menschenaffenhaus raus. Menschenaffenhaus raus. Und ja, man merkt es wahrscheinlich natürlich noch, dass es noch ein bisschen älter ist. Glaube ich, aus den 90ern oder so. Aber ist noch ganz schön. Hat man auch vereinzelt ein paar Affen gesehen, war ganz okay eigentlich. Meins ist mir egal. Ach Leute, der Spielplatz hier verbinde ich auch sehr viele Erinnerungen mit. Der wurde allerdings vor ein paar Jahren leider neu gemacht. Und früher war der echt besser. Jedenfalls meine Erinnerung. Natürlich kann sein, dass jetzt der auf jeden Fall besser ist. Der ist jetzt aber auch schön. Ja, anders als du. Ich gehe da gleich drauf spielen. Das glaube ich. Auf jeden Fall ist der immer noch ganz nice. Wow. Ach Leute, das ist doch echt ein sehr, sehr wildes Gehege. Muss man schon sagen. Wie ist der da hingekommen? Man sieht es und hört es. Wir sind jetzt auch hier bei den Seelöwen angekommen. So wieder was, womit ich sehr viel verbinde. An Erinnerungen. Oh. So, nachdem wir auch hinten jetzt an den ganzen Volieren vorbeigegangen sind, stehen wir jetzt auch hier vor der Pinguinanlage, die echt ein bisschen klein ist. Bro, geht's dir gut? Immer schön lächeln. Schön lächeln. Ich glaube, er hier ist ein bisschen falsch. Lars, ich hab deine GoPro fällt ins Wasser. Du bist ja... Ist wasserdicht. So, Leute, wir sind beim Pavianfelsen angekommen. Genau, wir sind auf jeden Fall jetzt beim Pavianfelsen. Und ist auf jeden Fall wieder ein sehr historisches Gehege. Sind da wenig Paviane heute? Ja, die sind auf der anderen Seite, Alter. Oder drinnen. Ach, damit verbinde ich auch. Leute, es sind so viele Gehege hier. Wurde nicht einfach. Das ist Nostalgie heute. Ich verbinde hier echt viel mit allem. Mensch. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr es gerade seht, aber hinten sind Paviane und die sind richtig nackig. Genau das wollte ich sagen. John Kose Fan. Ist fast im Wasser gelandet. Hier ist gerade ordentlich Action, Leute. Ja. Oh ja. Ach, guck mal. Der. So, hier nebenan, das Eulenkloster ist leider auch zu. Aber, welche Tiere man sieht, sind die Bisons. Auch wenn sie eigentlich gerade echt relativ wenig machen. So, jetzt sind wir auch hier angekommen bei der Anlage der Giraffen. Die teilen sich die mit den Impalas, die man hier hinten vielleicht noch sieht. Und ich weiß gar nicht, ob das hinten das Haus auch noch offen ist. Hier links müsste eigentlich das einzige Nashorn hier noch sein, was noch verblieben ist. Aber ist, denke ich, auch im Haus. Sieht man aber auch leider nicht. Also das Haus ist halt leider geschlossen. So, jetzt sind wir auch hier im Madagaskar, wo wir gleich reingehen. Dort gibt es echt krasse Raritäten. Unter anderem diesen großen Bambuslimo, den gibt es auch europaweit nur hier. Ich hoffe, wir sehen den auch gleich. Gleiches gilt für viele verschiedene andere Lemuren. Ich hoffe, wir sehen die gleich, aber das seht ihr. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau, aber das seht ihr. Anscheinend ja doch nicht, Lars. Mann, Alter. Hier ist gar nichts. Maurice. Die gibt es nur in Europa nur hier. Echt? Blauaugenmakis. Ach, ja. Schon, das hast du erzählt. Und auf der Welt sind die auch richtig selten. Die gibt es, glaube ich, auf der Welt nur noch. Hast du gesagt? Sau selten. Die haben auf Dings auf der Webseite gezeigt. Ja. Aber die sind anscheinend nicht da. Wo ist denn der Tomatenfrosch? Der Jekko. Bleib hier. Du da.
Ja, der ist selten? Der ist mega selten, wirklich. Auch weltweit gibt es den in so wenigen Zoos. Und europaweit, den braunen da gibt es nur hier in Europa. Und allgemein lebt er auf der ganzen Welt nur dort. Freier Wildbahn. Mauritius. Und theoretisch können die auch noch hier außen hin. Hallo. Wird anscheinend auch gerade nicht genutzt. Und immerhin haben wir den Blauaugenmark hier gesehen. Wie gesagt, hier ist auch der einzige Zoo in Europa, der auch große Bambuslemuren beinhaltet. Das wusste ich nicht. Das ist echt krass. So, hier ist auch, was? Ja. Hier ist auch eins der Highlights, finde ich, und zwar der Hippodrom. Der beinhaltet Flusspferde und Krokodile und noch andere Tiere. Aber das seht ihr jetzt gleich auf jeden Fall. Ich sehe jetzt schon nichts mehr. Achtung, bitte treten Sie zurück. Was? Alter. So, hier vorne sieht man auch die Flusspferde hoffentlich und unten ist auch gleich ein Unterwassereinblick. Hoffentlich sehen wir die. Und auch hier links die Krokodile, das wäre ganz cool. Guck mal, da liegt eins. Ich stell vor, hier kommt ein Jumpscare hin. Leider nichts, Leute. Alter, leider nicht. Sieht man leider nur dahin. Leider nicht. Die sind da. Und auch die Krokodile liegen auch nur rum. Und die sieht man leider auch nicht hier unten. Aber viele schöne Fische. Übrigens ist das Haus hier besser thematisiert als der ganze Musikplatz zusammen. Was man hier so. LOL. Hier ist schönes Theming, ne? Ja. So, man sieht's, sie liegen auch hier nur rum. Natürlich müssen wir auch die kulinarischen Gegebenheiten testen, die es hier gibt. Die ist richtig scheiße. Ja, genau. Haben deine Eltern. So, normalerweise wäre jetzt hier hinten der Hennis. Wir haben heute Samstag gleich 3:30 und das heißt, er wird wahrscheinlich gerade noch beim Stadion sein, beziehungsweise schon beim Stadion sein. Aber du bist da, na du. Das ist doch nicht der Hennis. Du bist nicht der Hennis, ne? Wollen ich ein bisschen an. So, Leute. Das war auch jetzt unser Tag in Köln. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall. Wir werden wahrscheinlich noch andere Dinge jetzt machen. Es kommt aber nicht mehr in diesen Vlog rein. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. So. Falls ihr noch ein einzelnes Video zum Masterplan haben wollt, sagt mir auf jeden Fall mal Bescheid. Dann mache ich das vielleicht noch. Und natürlich auch, ob ihr noch mehr Zoo-Vlogs haben wollt. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Und genau, bewertet gerne dieses Video, würde mich auch sehr, sehr freuen. Abonniert, damit ihr die nachfolgenden Videos nicht verpassen werdet. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Bis dann. Und ganz kurz noch am Ende, wir gehen jetzt noch nach Köln McDonald's rein. Ihr seht jetzt auf jeden Fall... Nein, ich vlog nicht mehr weiter. Ja, wir vloggen nicht mehr weiter. Ihr seht jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Endcard in der Bahn. Nee. Junge.